Ladies and gentlemen, please welcome the President and CEO of Porsche AG, Mr. Matthias Müller. Porsche fährt auch elektrisch. Sie haben sich nicht verhört, meine sehr verehrten Damen und Herren, denn dieser Sportwagen lässt sich völlig lautlos fahren, dank seiner Elektromaschine mit hohem Drehmoment, aber er kann noch viel mehr. Wir werfen heute einen Blick in die Zukunft von Porsche. Herzlich willkommen bei der Weltpremiere des Panamera Sport Turismo. Wir haben ein völlig neues Fahrzeugkonzept entwickelt, das es bisher so noch nicht gab. Einen ganz besonderen Sportwagen, der zu unserer Marke, zu unseren Kunden und zur Zukunft von Porsche passt. Es ist ein kompromissloser Porsche geworden für aktive Menschen, die nicht nur auf der Straße die Faszination von Kraft und Dynamik erleben wollen. Dieses innovative Fahrzeugkonzept ist maßgerecht auf Kunden zugeschnitten, die von ihrem Porsche eine hohe Alltagstauglichkeit und Flexibilität erwarten, ohne auf die Porsche-typische Performance verzichten zu müssen, die gelegentlich einen ausreichenden Laderaum zum Transport auch sperriger Sportgeräte brauchen, zugleich aber die Eleganz eines exklusiven Gran Turismo schätzen. Innovativ ist auch die Antriebstechnik, ein hocheffizientes Plug-in-Hybrid-System. Dafür steht bei Porsche künftig die Bezeichnung E-Hybrid, denn auch in Zukunft verbindet Porsche Elektromobilität mit dem Fortschrittspotenzial des Verbrennungsmotors. Der Blick auf diese Konzeptstudie ist zugleich ein Blick in die Zukunft von Porsche. Nicht nur was den Antrieb betrifft. Auch das Design nimmt vieles von dem vorweg, was unsere Kunden künftig bei Porsche vorfinden werden. Meine Damen und Herren, Porsche befindet sich unverändert auf Wachstumskurs. In den ersten 6 Monaten lagen wir beim Absatz gut 22% über dem ersten Halbjahr 2011. Und auch für das dritte Quartal setzt sich dieser positive Trend fort. Allerdings ist derzeit eine Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu beobachten, insbesondere in Europa. Die vor uns liegenden Monate werden für die gesamte Automobilindustrie eine Bewährungsprobe. Mit einem Feuerwerk an Produktneuheiten steuern wir bei Porsche diesem Trend entgegen. Allein im zweiten Halbjahr 2012 haben wir 7 Produktionsanläufe für neue Modellvarianten. So präsentieren wir Ihnen hier in Paris den 911er mit Allradantrieb und ergänzen das Angebot unserer vor einem Jahr gestarteten 7. Generation perfekt zur Jahreszeit. Anfang 2013 bringen wir den neuen Cayenne S Diesel auf den Markt. Mit ihm setzt Porsche neue Maßstäbe bei der Effizienz. Sein Biturbo V8 Dieselaggregat leistet 382 PS bei einem Drehmoment von 850 Newtonmetern. Und doch liegt der Kraftstoffverbrauch bei nur 8,3 Litern. Und vielleicht realisieren wir in den Folgejahren auch das, was wir Ihnen hier in Paris noch als Konzeptstudie vorgestellt haben, den Panamera Sport Turismo. Dieses Konzept zeigt zugleich, was wir unter alternativem Antrieb verstehen und Sie im nächsten Jahr beim 918 Spider auf beeindruckende Art und Weise erleben werden. Vielen Dank. Ladies and Gentlemen, the executives are now available for photo opportunities on stage.